Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Auto Bavaria. Heute bin ich nach Österreich gefahren. Ich möchte zu einem wunderschönen, versteckten Bergsee. Ich kenne ihn aus Sommertagen und da hat es mir dort total gut gefallen. Und wie ihr seht, ist hier eine absolut geniale Schneekulisse. Die Sonne scheint super. Also nichts wie raus, los geht's. Wenn ich jetzt hier ganz still stehe, kann ich Wasser fließen hören. Die Sonne bewirkt jetzt natürlich, dass der Schnee schmilzt. Und das bedeutet für mich, ich muss mich von freien, offenen Flächen fernhalten, denn ich möchte nicht von einer Lawine verschüttet werden. Macht sowas bitte nicht nach, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid. Bei dem schweren Schnee, den es die letzten Tage und Wochen gab, sind viele Bäume einfach umgeknickt, wie der hier, weil sie den Gewicht des Schnees einfach nicht mehr standhalten konnten. Und das ist nicht ganz ohne, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Also es ist keine Aufforderung für jedermann, das nachzumachen. Seid bitte vorsichtig. Da kommen überall lauter kleine Mini-Lawinen runter.
Was für ein wunderschöner Tag. Und was für eine wunderschöne Gegend. Oh nein. Schaut euch mal diese Baumumarmung an, aus zwei unterschiedlichen Arten. Da unten ist der See, zu dem ich will. Mal schauen, ob es irgendwo einen einfachen Weg runter gibt. Ziemlich tief. Very deep. Da unten läuft ein Bach runter, beziehungsweise ich stehe direkt davor und ich habe keine Ahnung, wie breit der ist. Es ist alles schön von Schnee bedeckt, aber unten drunter fließt bestimmt das Wasser. Und ich befürchte, wenn ich jetzt hier drüber steige, passiert mir das gleiche wie vorhin, dass ich wegrutsche. Springen mit Kamera und Schneeschuhen ist ziemlich amüsant, denke ich. Ich werde mich jetzt einfach hier vorsichtig mit einem ganz großen Schritt rübertasten. So, hinter mir ist der Bergsee. Ihr könnt genauso viel sehen wie ich, nämlich nichts. Er ist von einer Schneedecke bedeckt. Macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anspruchsvoller, denn ich weiß nicht, wo der See anfängt und der Weg, der um den See rumführt, endet. Also werde ich einen guten Sicherheitsabstand halten, denn ich mag da jetzt nicht unbedingt einbrechen. Und irgendwo hier am Rande dieses Sees mag ich mein Lager aufschlagen. Nicht neben dem Bach, so angenehm das Geräusch auch in den Ohren ist. Wenn die Sonne scheint und der Schnee zu schmelzen beginnt, kann aus diesem Rinnsal ganz schnell mehr werden. Und ja, da halte ich einfach lieber einen Sicherheitsabstand. Ich habe jetzt einen Lagerplatz ein kleines Stückchen weiter mit tollen Ausblick auf den See. Die Sonne scheint schön hin und ja, es ist einigermaßen eben hier. Einfach nur toll. Ich bin jetzt doch ziemlich erschöpft. Das Gehen in dem nassen Schnee ist ziemlich anstrengend. Und ich mag mir jetzt einfach nur ein paar Minuten hier hinsetzen, die Sonne und den Ausblick genießen und dann gemütlich das Lager aufbauen. Schaut's mal, diese Fichte ist voll mit diesen Baumperlen hier. Und ich habe von den trockenen Ästen einen runtergemacht. Und das ist ein richtiger Harzbocken. Und der ganze Baum ist voll damit. Habe ich noch nie gesehen. Komisch. Vielleicht kann sich das von euch jemand erklären. Bevor ich einen Lagerplatz errichte, denke ich immer zweimal drüber nach, ob das wirklich eine gute Idee hier ist, ob die Bedingungen außenrum passen,
Und das habe ich jetzt auch gerade gemacht und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich hier nicht lagern werde, obwohl es erst zu vielversprechend ausgesehen hat. Die Aussicht hier ist zwar grandios, aber ich würde hier direkt unterhalb eines Hanges lagern und oben drüber sind nur Fichten. Da ist zwar von der Sonne der meiste Schnee schon weggeschmolzen, aber es kann dennoch immer noch sein, dass eine bricht oder dass das Erdreich unten jetzt aufgeweicht ist durch die Schneeschmelze und da einer fällt. Drum werde ich mich doch lieber auf die andere Seite rüberbegeben. Irgendein Tier hat hier den direkten Weg über den See genommen. Ist natürlich verlockend, so wären wir viel schneller drüben, aber ich habe keine Ahnung, wie dick das Eis ist und ich will auf gar keinen Fall einbrechen. Also ist mir das zu riskant. Ich gehe schön brav außen rum. Das Gehen ist so anstrengend, weil ich selbst mit Schneeschuhen hier immer noch total versink. Und wenn ich die Füße hochhebe, hebe ich den ganzen schweren Schnee mit hoch. Ja, also Schießstadt, darf der richtige Lagerplatz gerne kommen. So langsam geht mir die Energie aus. Das ist jetzt so anstrengend. Aber ich denke, da vorne ist jetzt ein geeigneter Lagerplatz. Ich habe auch vorhin, dadurch, dass mir die Kamera einige Male in den Schnee gefallen ist, hier in die Linse Wasser reinbekommen. Und jetzt ist da ständig so ein blöder Nebelfilm drüber. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut erkennen. Hier mit dieser genialen Aussicht werde ich meinen Lagerplatz aufschlagen. Als erstes muss ich jetzt hier den Schnee fixieren, dass ich mein Zelt drauf abstellen kann.
so schön, wie es vorhin auch war. Ich denke, heute mag die Sonne nicht mehr für mich scheinen. Schade. Vielleicht habe ich morgen früh wieder Glück. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich jetzt einen Lagerplatz gefunden habe. Das ist halt immer so eine Kopfsache. Also natürlich wären da jetzt zig Lagerplätze gewesen, aber man will ja irgendwie ja was Besonderes. Wenn man schon extra wohin fährt, dann soll es auch nicht der x-beliebige Lagerplatz sein. Und ja, also ich bin jetzt echt super, super froh, dass ich den hier gefunden habe. Denn die Aussicht ist absolut großartig. Und ich hätte es jetzt auch nicht mehr länger geschafft. Also wenn ich den Platz jetzt hier nicht gefunden hätte, dann hätte ich mein Zeug wirklich irgendwo hingeschmissen. Hauptsache Lager. Ich meine, wenn man so erschöpft ist, dann passieren auch leicht Fehler. Und dann sollte man einfach seine Grenze erkennen und sagen, ja, blöd gelaufen ist jetzt so. Hier bleiben, sicher sein und trotzdem das Beste draus machen und eine schöne Zeit haben. Aber ja, heute habe ich Glück gehabt. Oder was denkt ihr? Gibt doch fast keinen schöneren Ausblick als sowas. Das ist der Weg, wie Equipment verloren geht. Ich habe die Stange jetzt hier nur achtlos auf die Seite geworfen. Zum Glück schaut nur ein Stück raus, denn wenn ich jetzt da einmal unabsichtlich drüber laufen würde, wäre sie auf Nimmerwiedersehen verschollen. Das erste wäre geschafft, das Zelt steht. Und ja, mir gefällt dieser Lagerplatz sehr, nicht nur wegen der Aussicht, auch weil um mich rundherum nur Niederholz ist. Die großen Bäume sind erst da hinten, das heißt, selbst wenn die fallen, können sie mir nicht gefährlich werden. Ja, das Einzige, was ein bisschen blöd werden könnte, ist, wenn es recht windig wird, denn dann bin ich hier relativ ungeschützt, aber da habe ich dann noch einen Tarp dabei, das ich zur Not spannen könnte. Ja, jetzt noch die Inneneinrichtung und dann relaxen. Ich hasse das. Man bekommt das Zelt nie hundertprozentig sauber. Jetzt ist eh schon nach jeder Tour umdrehen und rausschütteln, was geht, aber bleibt immer was übrig. Besonders eklig ist es, wenn man Nacktschnecken unwissend mit ins Zelt einrollt und man öffnet es dann ein paar Wochen später, am besten noch in der Sommerzeit. Und die Nacktschnecke ist in ihrem Todeskampf im Zelt rumgekrochen und hat überall die Spuren hinterlassen. Das ist ja besonders nett. Hatte ich alles schon mal. Ich bin jetzt so durstig. Zum Glück ist ausreichend Trinkwasser hier absolut kein Problem mit den Schneemengen.
Die Vögel zwitschern hier so schön. Wenn man die Augen zumachen wird, dann könnte man echt meinen, es ist schon Frühling. Als ich die Tour geplant habe, hatte ich eigentlich mir ganz fest in den Kopf gesetzt, dass ich ein Lagerfeuer machen werde. Weil, hallo, Lagerfeuer inmitten von Schnee, was gibt's denn Geileres? Aber ich wusste ja gar nicht, was mich hier erwartet. Also habe ich mir zur Sicherheit noch einen Benzinkocher mitgenommen. Und um den bin ich jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz froh, weil die ganzen Nadelbäume hier hinten haben unten überhaupt gar keine Äste. Normalerweise verlasse ich mich da immer drauf, wenn ich im Gebirge bin. Gibt es ja bekanntlich viele Nadelbäume und da findet man mit Sicherheit irgendwelche abgestorbenen alten Äste im unteren Bereich. Aber da ist echt gar nichts. Ich weiß nicht wieso, aber da sind keine Äste unten. Vielleicht ein paar mickrige Stumpen und ab und wann ein paar größere abgestorbene Äste, aber sonst... Da hätte ich mir jetzt echt länger auf die Suche machen müssen, dass ich genügend finde, was natürlich dann auch nochmal Energie gekostet hätte. Und so bin ich jetzt ganz froh, dass ich einfach ganz entspannt den Benzinkocher rausholen kann und mir meine Schnitzel mit Pommes, ja, ihr habt richtig gehört, ich kann mir meine Schnitzel mit Pommes ganz entspannt auf dem Benzinkocher frittieren. Der Punkt, den Schlauch hier ganz einzuführen, ist immer so hart für mich. Ich tue mir da immer so schwer. Ich habe da einfach nicht genügend Kraft in den Händen. Seht ihr das? Hier im rechten, in der rechten Bildhälfte, das ist ein Lawinenabriss. Da wird es nicht mehr lange dauern, dann kommt da eine Lawine runter. Hier auch und hier bei diesem ganzen Feld auch. Deswegen niemals unter einem offenen Schneefeld lagern. Nett, so lässt sich's aushalten. Ich werde mir jetzt erstmal einen heißen Tee machen und dann gibt's Abendessen. Orange.
Ich habe heute wieder die Uko-Kerzenlaterne dabei. Die ist eigentlich mehr fast ein ständiger Begleiter bei mir. Und die hänge ich mir jetzt ins Zelt, zünd sie an und dann mache ich hier zu. Die schwebt hier dann schön frei, so dass es nicht gefährlich wird, dass der Stoff zu heiß wird. Und dann habe ich hier zum einen eine ganz angenehme Wärme drin, die reißt nämlich schon ganz schön was raus. Und zum anderen kann sich gleich von Anfang an gar nicht so viel Kondenswasser bilden. Was ich seit ein paar Jahren auch immer ständig draußen dabei haben muss, ist ein Lippenbalsam. Also mir reißen da ständig die Lippen ein. Ich kann das gar nicht von früher. Aber seit ein paar Jahren bin ich da so empfindlich geworden, dass ich eigentlich hier so zwei Stellen an der Lippe habe, die jeden Winter so trocken sind, dass sie mir einreißen. Zu Hause habe ich da so ein kleines Bienenwachsdöschen im Glas mit selbstgemachten Lippenbalsam. Aber für draußen ist das ein bisschen zu unhandlich und zu schwer. Da muss ich dann umsteigen. Zeit fürs Essen. Heute gibt's ja Pommes. Und da habe ich mir einfach eine Kartoffel mitgenommen, die daheim schon vorgewaschen, weil hier draußen erspare ich mir natürlich die Arbeit, dass ich sie schäle. Hier esse ich sie mit Schale. Die schneide ich jetzt einfach nur in feine Spalten. Dann schmelze ich das Fett hier in meinem Topf und dann wird das Ganze frittiert. Nach ein paar Minuten kommen, dann kommt das Schnitzel dazu. Und dann geht das Schlemmen los. Hatte ich draußen auch noch nicht, aber ist bestimmt richtig gut. Erste Portion ist fertig. Also, fertig geschnitten. Jetzt kommt's ins Fett. Die erste Portion ist fertig. Und jetzt das Schnitzel. Hat leider beides nicht gleichzeitig reingepasst. Schön knusprig, genauso wie ich es mag. Oh. Look at this. Schaut euch das an. Geil, oder? Schnitzel mit Pommes outdoor. Es ist komisch, wenn man da irgendwo weit entfernt so helles Licht in den Bergen sieht und man kann es nicht wirklich zuordnen. Aber jetzt, wo ich rangezoomt habe, glaube ich erkennen zu können, dass da hinten eine Skipiste ist.
nüchtern sein. Der Nachteil an dem Wetter ist, wenn du dich nicht wirklich beeilst beim Essen, ist es schon wieder halb gefroren. Aber es war verdammt lecker. Ohne Salz, ohne Paprika, ohne Ketchup, ohne Zitrone. Nur der Geschmack von Kartoffel und Schnitzel. Also, wer das noch nicht gemacht hat draußen, probiert es unbedingt mal aus. Es schmeckt draußen einfach noch viel besser als daheim. Gerade sitze ich einfach nur da und wärme mich hier am Gaskocher und genieße die Stille um mich herum. Ein Uhu ist schon da, hört man in der Ferne. Und ich fühle mich richtig entspannt und richtig sicher. Hat man ja auch nicht bei allen Plätzen, dass man sich einfach sicher fühlt. Es ist so, dass man weiß, da kommt jetzt keiner. Man ist so abseits, da wird keiner kommen. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, weil nur da kann man auch wirklich abschalten und ja, einfach den Gedanken in freien Lauf lassen. Ist kein Lagerfeuer, aber trotzdem mal ganz entspannend so. Beim nächsten Mal wieder anders. Die Breithals Nalchin, ich glaube, es ist eine Nalchin, ja. Fülle ich mir jetzt nochmal voll mit Schnee. Teebeutel sind noch drin und machen wir da jetzt nochmal einen richtig heißen Tee, den ich dann mit ins Zelt reinnehmen kann zum Trinken und natürlich auch als Wärmflasche.